Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 4. Wir sind hier irgendwo südlich von Twinsic, waren im Shrine of Honor, ohne durchschlagenden Erfolg und können ja mal gucken, was wir hier noch so finden. Ich erwarte hier, irgendwo muss doch noch... Wo ist denn... Intrinsik. Erstmal müssen wir diesen blöden Ork hier aus dem Weg räumen. Na komm mal. Dankeschön. So. Da ist Intrinsik. Okay, hier muss doch irgendwo ein Moongate sein. Ich habe mich nämlich entschlossen, dass wir zurück nach Britain uns begeben. Und das ist natürlich am einfachsten via Moongate. Ich meine, zumal wir auch den Weg ja dahin zu Fuß schon gegangen sind. Deswegen wäre es ganz... Wo ist das da? Nee, das ist Wasser. Wo ist das verdammte Moongate? Also erstmal muss es... ja, Nacht werden. Ich weiß gar nicht, wo das hier Intrinsik ist. Es ist immer in der Nähe. Der jeweiligen Stadt, aber wo genau? Come on. Das ist offensichtlich nicht. Wir haben blöderweise keinen Gem zum Reingucken, ne? Ja. War das hier? Wir können mal ein bisschen warten. Na gut, gehen wir zu Fuß. What the fuck? Python, okay. What? Du kannst auf mich schießen. Ja, dann hau mal besser ab, du. Poison Trap, evaded, sehr gut. Na gut, dann gehen wir zu Fuß zurück. Weil ich glaube, hier im Süden müssten wir eigentlich... Ich meine, ich kann noch mal kurz gucken, aber ich glaube, wir haben hier auch das südliche Ende dessen erreicht, was wir im Moment erreichen können. Wir können noch mal gucken. Ja, hier ist die Welt zu Ende. Also ist natürlich nicht die Welt zu Ende, ist das Land zu Ende. Na gut. Norden, irgendwie nach Norden. Größtenteils nach Norden und versuchen die Küste nicht aus den Augen zu verlieren. Aber vorher hier um diese komischen, um die Flusseinmündungen, Delta, was auch immer, herum. Und jetzt immer nach Norden. Glaube ich. Nee. Hier herum. Okay, sieht gut aus. Wo ist Britain? Wo ist Britain? Britain, where art thou? Hier auch noch rum?
Ja, deswegen ist, also eigentlich ist die Reise via, what the fuck? Via Moongate schon zu empfehlen. Was zur Hölle ist das da? Ist das ein Demon? Schießen wir mal drauf. Demon, heavily wounded. Alles kein Ding hier, ne? Autsch! Demon fliegen? Nee, lass mal bleiben. Wir will mal gucken, was du bringst, wenn du tot bist. 8 Punkte. Naja, so viel ist es nicht. Was erklärt, warum er von einem einzigen Slingshot heavily wounded war? Ja, Demons sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. So, wo zur Hölle sind wir hier? Das ist ein weites Feld hier. Haben wir hier eine Art von. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht. Ah, ich weiß, wo wir sind. Sehr gut. Na komm. Na komm. Ach, nu. Ach, Wärtner. Nu treff doch mal. Wärtner? Wärtner? Na also. So, und ihr verschwindet mal. Aua. So, also wir müssen jetzt aber auch mal zu Lord British, weil so richtig gut geht's uns nicht mehr. So, mal gucken, was er sagt, wenn wir hier mit Pferd ankommen. Lal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 a. Wie ging es nochmal nach oben? Ab? Nee. Climb. Nee, ich will nichts usen. Climb. Oh ne, ach komm. So. Ein Pferd kann keine Leitern steigen. Das ist ja wohl. Pferdediskriminierung ist das. Ich kenne viele Pferde, die ganz prima Leitern klettern können. Ganz echt jetzt. Oh, danke. My Leash. Wir sind jetzt Level. What would you ask of me? Oh, ehrlich gesagt gar nichts, weil ich wollte eigentlich wollte ich wieder gehen. Ach ja, wir haben ja ein paar Geheimgänge. Down. Das Pferd ist weg. Wer hat mein Pferd geklaut? Ja, das ist ja doof jetzt. Okay, war das Ultima 5, wo die Pferde bleiben? Also, das. Okay. Jetzt verstehe ich, warum die auch so billig sind. Die verschwinden nämlich nach einmaligem Gebrauch. Das sind Einwegpferde. Das ist ja eine Frechheit. Sondergleichen. Ja. Okay. Na gut. Okay. Honor wollten wir mal wissen. Ups. Oh, das seemed to be on a seek to bring honor. Honesty? Da das seemed to be an honest soul. Das hat uns nicht so wirklich geholfen. Aber was wir mal machen können. Ich glaube nämlich, ich weiß warum. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, ich weiß warum wir kein Blut spenden konnten. Weil wir nicht genug Hitpoints hatten. Jetzt mit Level 4 sollte das gehen. Nee, ich bin nicht in Suche auf. Genau, wir brauchen 400. Art thou willing to give 100, 100 points of thy blood? To aid others, natürlich. Thou art a great help. We are in dire need. Okay, so, jetzt können wir es wieder nicht machen, weil wir brauchen, wie gesagt, 400. Open, meine Fresse. So, jetzt gehen wir wieder zu Lord British, machen uns heile und geben dann wieder Blut. Das ist, geh mal aus dem Weg da, Freund. Das ist eine ziemlich praktische Art für die, hier an Blut zu kommen, weil ich meine, Lord British kann das ja offensichtlich wiederherstellen, vollständig und sofort, und wir werden dann auch nicht irgendwie müde oder sonst irgendwie beeinträchtigt, sondern machen wir hier.
No. So, jetzt können wir es leider nochmal machen. Habe ich hier eigentlich schon mal alles abgeguckt? Hier scheint es nichts Geheimes zu geben. God must be valiant warrior. Art thou the most valiant warrior? Nope. Still flee not from battle. Nee, meine ich. Down. So. Hier haben wir eine geheime Tür da. Aber vorher sprechen wir mal mit den Guards. Treasure. This is not your business. Do you mean to steal? Nein. Then please leave at once. Vorher will ich hier nochmal reingucken. So. Haha. Ja, hier ist die Schatzkammer. Das ist sehr schön. Gut. Ist da noch mehr außer der Schatzkammer? Sehe ich irgendwo einen Geheimgang? Nein, sehe ich nicht. Gut. Das Durchsuchen der Schatzkammer machen wir vielleicht später. So, was wollte ich? Ich wollte sacrificen. Nope. Yes. Okay. So, jetzt fragen wir Hawkwind noch nach allen Dingsen hier, also. Ja, ist ja gut. Also, fangen wir mal an. Honesty. Du könntest mir mal meine Punktzahl sagen. Mensch. Also, Honesty fehlt uns noch. Da können wir noch nicht elevaten. Und wenn wir honest sind... haben wir irgendwo aufgeschrieben, wie wir... Also, wir sollen honest sein, ja. Okay, Honesty. Ja, Compassion können wir überspringen. Das haben wir schon. Valor. Strive to become more so. Justice. How does it seem? Hilft uns auch nicht. Sacrifice. Reicht ihm auch noch nicht. Honor hatte ich schon getestet. Thou art doing well on the path to inner sight. Okay. Also Spirituality, auch noch nicht. Und Humility. Achso, Humility sind wir eligible. Okay. Ja, ich hab keine Ahnung, wo der ist. Na gut. Ja, lass mich hier raus. Gucken wir ja noch auf die andere Seite. Hier nehme ich noch... Hier ist eine Geheimtür. Und hier ist auch eine. Haha! Ist hier jemand? Hier ist... Okay. Okay. Ist hier jemand? Hier ist jemand! Guten Tag! You meet a wise mage. Name? Joshua. Job. I can help. Oh, das ist gut. Dann mach das. The riddle. Ja. If the eight philosophies of Avatarhood combine into and are made from... Oh, Gottes Willen. If the eight philosophies of Avatarhood
Combine and are made from truth, love and courage. Truth, love, courage. Ja. What wanting creates and is created by all truths, all love and all courage. Wanting created by all loves, truths and all courage. Weil hier das Ding ist. Du bist so hilfreich jetzt auch nicht. Hätte ich mich ein bisschen deutlicher ausdrücken, wenn du bist. Wie hieß du nochmal? Joshua. Okay, aber ich hab's mir aufgeschrieben, das werden wir sicherlich brauchen. Na gut. Hier geht's irgendwo rein. Hier. Aber der Healer. Wo war denn das? Nochmal ins Gefängnis. Das war, glaube ich, oben, ne? Aus irgendeinem Grund. Oder ist das hier? Geht's hier nach unten? Ist das eine Treppe nach oben? Ne, wir gehen ja nach oben. Climb. Also ist es. Ja, ist so Gefängnis im ersten Stock. Warum denn nicht? Achso, du kannst uns nochmal heilen hier. Deal. No. Prison. Okay. Können wir mit dem Ding? Können wir nicht. Können wir mit einem von euch reden? Nee. Tür kriegen wir nicht auf. Ja, da im Südwesten ist ein Geheimgang, da kommen wir nicht hin. Da ist auch ein Geheimgang, kommen wir auch nicht hin. Okay. Ja. Ist hier oben noch was? Nope. Nee, kriegen wir nicht auf. Können wir... Haben wir ein Spell zum Open? Weiß ich, wie man den Open Spell mixt. Können Sie mal probieren. Also, Open. Wo habe ich meine Zauber? Es ist Sulfurous Ash und Bloodmoss. Success! Okay. Ups. Machen gleich nochmal. Open. Sulfur Ash. Und Bloodmoss. Und nochmal. Sulfur Ash und Bloodmoss. What? Achso, Magic. Bin ja auch blöd. Ach, du bist immer noch im Mix. So, jetzt kommen wir dahin, wo wir hinwollen. So, Pöks, du musst schon auf dem Bildschirm gucken, was da steht, sonst funktioniert das nicht. Sulfur Ash und Bloodmoss, so. Okay. Cast. Open. Not here. Böses wird. Okay, brauchen also irgendwelche Dietriche. Nee, gut. Okay, dass wir hier im Prison nicht. Ich hoffe, dass Open der richtige Zauber dafür überhaupt ist, aber. Naja. Das hat auf jeden Fall schon mal nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Aber na gut, wir leben, um zu lernen, nicht wahr? Down. Ja, Descent.
Jetzt können wir aber mal wieder Reagents nachkaufen, würde ich sagen. Und das machen wir am besten in Moonglow. Hier muss doch irgendwo das verdammte... Irgendwo ist hier das verdammte Moongate. Ich weiß aber aus dem Kopf nicht wo. Warten wir mal ein bisschen. Hier irgendwo? Ich glaube. Na gut, in der Zeit können wir uns ja ein bisschen prügeln. Na komm. Oh! Wer bist du? Ettin, okay. Ja, nur hau ab! Oh, da ist das Moonlight, okay. Will aber erst das Geld haben. So. Ich hoffe, wir sind jetzt zur richtigen... Oh Gott, wo sind wir denn da jetzt gelandet? Wo sind wir denn hier? Ich gucke mal kurz auf meine Liste. Moongates. Britain. Wir sind entweder New, Minok oder Trinsic. Da wollt ihr da gar nicht hin. Wieso wollte ich denn in das Moongate von Britain? Das ist doch totaler Unsinn. Ja, hier zurück. Das sieht mir nach Trinsic aus hier. Ist das hier Trinsic? Dann weiß ich jetzt nämlich wenigstens, wo das Moongate ist. Ja, das ist Trinsic. Okay, sehr gut. Okay, wir wollen nach Moonglow. Komme ich von Trinsic aus nach Moonglow? Ja, dann also wieder zurück zum Moongate. Ach, ne, Mensch. So, das war hier irgendwo, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Pass drücken muss oder ob die Zeit einfach so vergeht. Ich glaube, die vergeht einfach so. Ja, wir müssen einfach warten, bis die Mondphasen wieder stimmen. Da ist das Ding jetzt. So. Ich glaube, das war richtig. Das ist Moonlow. Oh Gott. Ja, ist ja... Ja, es ist... Lasst mich doch hier durch, Mensch. Hau ab. Ja, hau ab. So. Okay. Gut. Moonglow.
Willkommen zu Hause. So, was wir brauchen, werden wir gleich sehen. Geld haben wir es, also kein Problem. So. Hallo Margot. Wir brauchen eine ganze Menge von A, D, E und F. Günstig bei dir waren insbesondere B und A. Okay, dann würde ich sagen, I need a few agents. Ja. Surface Ash 50. Yes. Spider Silk 50. Was kostet Ginseng bei dir? Ich meine, ich kann hier noch ein paar kaufen, wird es nicht so tot. Da kommen wir ja so viel Geld, kaufen wir nochmal 10. So. Bloodmoss und Black Pearl. Black Pearl war ziemlich teuer hier. Yep. Aber Bloodmoss kaufen wir noch ein paar. Das ist zwar auch nicht das billigste, aber so, okay. Nein, danke. Ups. So. Okay, also Rangers-mäßig sind wir jetzt wieder ganz gut ausgestattet erstmal. So, dann würde ich sagen, wollen wir hier nochmal ein bisschen rumgucken? Nee, was ich mir auch überlegt hatte, was wir mal machen könnten, ist, wir können mal versuchen, ob wir uns ein Schiff besorgen können. Das ist nicht so einfach, aber what? Achso, falsche Mondphase. Ja. So. Jetzt sind wir in Britain. Und hier gibt es ja einen großen Hafen, beziehungsweise eine große Bay. Und hier findet man manchmal Schiffe. Also was heißt findet Schiffe, wird von Schiffen angegriffen. Und, hallo, Schiffe. Es ist kein Schiff. Ich würde nämlich jetzt gerne ein Schiff haben. Das ist eine Python. Oh, zwei gleich. Gibt es hier irgendwo ein Schiff? Weil wir brauchen ja früher oder später E1, wenn wir. Überall Pythons, Mensch, was soll das denn? Wenn wir. Wieso haben Pythons eigentlich Geld dabei? Oh, egal. Wir müssen ja auch noch den Ozean erkunden. So, und während wir hier auf ein Schiff warten, würde ich sagen, gucke ich noch mal kurz, was meine Unterlagen sagen, ob wir noch irgendwas. Wir sollten noch mal. Wen sollten wir noch mal fragen? Folleton Mandrake, das war Intrinsic, ne? Ja, gut. Intrinsic. Gut, dann gehen wir ja mal nach Intrinsic, wenn es hier kein. Da kommen wir noch hin. Es ist nicht Intrinsic. Wo zur Hölle ist das? Das könnte. Wollen wir hier durchgehen? Ich warte einfach, bis das blöde Ding zurückkommt. Da.
Ich will nach Trinsik. So. Trinsik? What the fuck? Das ist nicht Trinsik. A strange force keeps you out. What? Wo zur Hölle sind wir hier? Oh, das ist Karaburel. Ach, das war der... Das muss der Schrein gewesen sein. Irgendein Schrein gewesen sein. Oder was? Oder wie? Oder was? Hä? Okay. Wir waren gerade kurzzeitig irgendwo. Jetzt sind wir da nicht mehr. Na gut, ich meine, jetzt sind wir in Scarabrä. Da können wir uns ja in Scarabrä mal umgucken. Scarabrä. Wir wissen ja noch aus Bardstale-Tagen, wie hier das Layout ist. Nicht wahr? Gucken, ob Roscoe noch lebt. Nein, das ist natürlich was anderes. Oh. Okay. Shamino, mit dir reden wir nicht. Du willst nur mitmachen und wir wollen nicht das. Im Moment wollen wir noch das alleine machen hier. Hallo Carlyle. Wie geht's dir so? Was ist dein Job? Du schreibst Magic. Dost du believe in Magic? Wieso believe in Magic? Ich bin Magier. yes. What? Magic Missiles need but one part Ash. Mhm. Ehrlich gesagt wusste ich das, aber naja, gut. Mhm. Also hier ist erstmal Shamino, schreibe ich mir schon mal auf. Magic Missiles. Only one part Ash. Okay, das ist ja schon mal ganz nett. Weißt du sonst noch irgendwas? Vielleicht über ein Mantra, über ein Schrein, über eine Rune, über den Kodex. Nee. Tschüss. Du bist Wise Bard. Nein. Dickens. Achso, ich wollte fragen, wie der Kollege hier heißt. Ne? Carlyle. Carlyle. Okay, also du bist Dickens. Das ist. Macht ja nichts. I write stories. Tatsächlich. Stories are good for the spirit. Ist das so? Remember, no one is useless in this world who lightens the burdens of others. Art thou good in nature? Also wenn ich in der Natur bin, bin ich gut. Oder so. Ja, das haben alle meine... Die haben gesagt, in der Natur sei ich gut. Naja, vergesst es. Yes? Be sure thy net good well exceeds thy net evil. Jawohl, Herr Chartered Accountant. Ja. gut. Evil. Spirit. Lightens Burdens. Yes. Burden. Okay. Was ist das hier eigentlich für eine Stadt? Moment, Zettel sagt, Scarabra ist... Labalabalaba. Spirituality, kein Wunder. Moment, Spirituality, können wir da nicht? Nee, können wir nicht. Humility. Nee, fuck it. Okay, Gallenfighter, hallo. Du bist... Ja, hallo White. Walter, wie geht es dir? I quest, den ganzen Tag lang. Many quests are very dangerous. Das ist... Kommt drauf an. Wie man davon berichtet. Art thou fearless in all things. In all thing. Yes. Boastful fool. Okay, machen wir es nochmal. Quest. Nee, will ich nicht. Danger is real. I'm not afraid of tomorrow. I have seen yesterday and I love today. Okay. Du bist ein bisschen kompliziert, glaube ich. Yesterday, today. Nee.
Okay, du warst nochmal White. Wie ist denn deine Health? Excellent. Kommt hier noch irgendwas raus? Dangerous. Okay. Was zur Hölle ist das denn hier? Kann man damit reden? Wir mieten Silver Ank. Oh, wir können mit dem Silver Ank reden. Hallo Ank. Wir reden mit unbelebten Gegenständen. Wir sind überhaupt nicht verrückt und müssen nicht eingewiesen werden. I am the Ank of Spirituality. Of course, you fool. Hallo. Wie geht's dir so gesundheitlich? Das freut mich. Was machst du den ganzen Tag? I keep the secret of the rune. Ach, ist das so? Mantra auf Spirituality. Haben wir das? Nope. Hossa! Nee, weiß nicht. Hätte ja sein können. Okay. Also wir können mit einem großen silbernen Ank reden. Ja, natürlich. Also ich meine, wenn man das auch nur träumen würde. Also das, Goldgrube für Therapeuten. Mystic Healer. Oh. I'm Romasco. Mhm. I'm a teacher. Romasco. I'm a teacher. I enrich young minds. Teacher. I teach of the abyss. Das werden die jungen Kinder, die kleinen Kinder sicherlich wissen müssen. Über den Abgrund voller Todestod und Verderben und Dämonen und Qual und so. Ja, man kann die Jugend nicht früh genug an die reale Welt heranführen. Stimme ich völlig zu. Know ye of the abyss. Nicht so wirklich viel. Blöder Penner. Ja, dann erklär mir das doch. Yes? A word of passage is needed at the last gate. Oh, okay. Word of passage needed at Abyssus's last gate. Und ich nehme an, das kennst du nicht. Doch. Seek Zaire. Den kenne ich. In pause, ja. For more on the word. Okay. For more on the word. Sehr gut. Machen wir. Danke. Du warst erstaunlich hilfreich. Are you in need of help? Eigentlich nicht. Was kostet es denn? A healing kostet two. Nope. May the life be guarded by the powers of good. Ich würde ganz gerne nochmal Geld spenden. Wir haben nicht 400, okay. Amazon. Ja, ich weiß, wie du heißt. Wie geht's dir? Wahrscheinlich nicht gut. I'm grievously wounded. Das macht gar nichts. Ich quatsch dich trotzdem voll. Spiritual is stronger than any material force. Das mag ja sein. Kennst du das Mantra? Kennst du den Schrein? Kennst du die Rune? Warst du auf einer Quest? Nee. Okay. Na gut. Hier winkt doch jemand so aufsehenerregend hier. Guten Tag. Natürlich bist du das. Was ist dein Job? Lass mich raten. Du sitzt gern rum. Du teachst. Na, ach so, ja, natürlich. Das auch.
Was teachst du denn so? When one has pity on all living creatures, then is one noble. Noble. Ja, pity. Wie kann ich das zeigen? Noble. If one speaks or acts with pure thought, happiness will follow like a shadow that never leaves. Oh Gott, du bist ein... Buddha. Shadow. Happiness. Thought. Okay. Nee, nur lass mich doch mal hier raus. Lass mich doch vorbei, Kind. Also, Lehrer. Hier geht's raus, nehme ich an. Ah, wir sind hier auf einer Insel. Gut, dass da ein Moongate ist. Das werden wir nämlich nicht wegkommen. gut, okay. Na gut. Perks, Mensch. Shamino, hier haben wir ein Tierelein. Hier haben wir immer Magic Herbs. Very small wizard. Noch, das macht doch gar nichts. Presto. Mhm. Gesundheitlich? Ja, das ist selbstverständlich. So irgendwas kompensieren? Nein, nein. Was wollte ich fragen? Job. I cast great big spells. Ja, ja, ganz große Zauber. Hm, ja, ja, ist alles. Kleine Menschen. I can cast Jinx, Kill and View. Okay, das ist, glaube ich, nicht in der Reihenfolge der Gefährlichkeit. Aber bitte. Does thou know what these spells have in common? Nee, weiß ich nicht. Guess. Was ist das? Sind wir hier? Ist das hier eine Prüfung oder was? Ich meine, ich kann ja mal nachgucken. Kenn ich gar nichts. Hier irgendwo mein Spellbook und meine, ne? Was hast du gesagt? Jinx, Kill. Und noch was? View. Nightshade. Yes, ask the bug. Oh, danke schön. Presto. Ask Barkeep. The Axen Ale in Vesper. Da waren wir noch nicht, oder? War ich in Vesper schon? Nope. Axen Ale. In Vesper. About Nightshade. Sehr gut. Dann können wir das auch vielleicht finden. Das ist super, danke. Du hast mir sehr geholfen. Darfst weiterleben. Herbs, das mache ich beim nächsten Mal, denke ich, Herbs kaufen. Obwohl, wir können ja mal gucken, was die hier kosten. I'm Sasha. Are you in need of reagents? Ja, bin ich. Was kostet Black Pearl hier? Eieiei. Scarabra, ist hier irgendwas besonders günstig? Ich meine... Was willst du für Bloodmoss haben? Alles andere haben wir ja in ausreichender Menge. 4! Oh, das ist billig. Geshoppt und ich würde sagen, beim nächsten Mal gucken wir uns hier in Scarabra weiter um, reden noch mit den ein oder anderen, mit den rappenden Bettlern da und ja, dann sehen wir uns hier wieder mit mehr Ultima 4. Also bis dahin, tschüss!